Yo! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yoshi's Island. Im letzten Part haben wir noch dieses Level hier begonnen, aber es war leider schon zu spät, um das noch zu spielen. Dafür machen wir das jetzt. Mit dem, ja, was ist das für eine Farbe? Nennen wir es Schokobraun Yoshi. Gucken, ob wir von der anderen Seite da durchkommen. Okay. Ich habe mir übrigens nochmal Gedanken darüber gemacht, wie wir das jetzt halten wollen mit dem Durchspielen sozusagen. Ob wir wirklich jedes Level dann nochmal spielen wollen oder nicht. Ich habe mich dazu entschieden, nein. Denn ich möchte dieses Spiel euch durchaus zeigen, aber es soll ja für euch auch trotzdem noch diesen Wiederspielwert haben, dass es für euch auch noch Punkte gibt, die ihr selber entdecken möchtet. Und dazu zählen dann zum Beispiel auch die Speziallevel, die man dadurch freischalten kann. Gut, es gab ein Leben. Aber da ist dann noch eine Blume. Ich nehme also alles mit, was ich finden kann, und damit gut. Alles, was ihr dann findet, ist Bonus sozusagen. Ich werde mich trotzdem natürlich bemühen und nicht einfach jetzt sagen, okay, ich renne jetzt einmal durch und lasse alles andere stehen und liegen. Nein. Nein, 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 nein. Kann ich da... Na. 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 Na, komm! Du blöder... Hallo! Das gibt's doch nicht! Nee, irgendwie... Eine Tür, okay. Kein Mensch will eine Tür. So, jetzt ist er aber frei. Jetzt können wir da aber rein. Wenn wir es schaffen, von da abzuspringen. So... Gut, für Notting. Sehr schön. Na gut, ein paar Eier gibt es hier. Aber ich dachte, hier wären irgendwie rote Münzen oder so. Jetzt ist die Frage, wollen wir in die Tür rein oder wollen wir nicht in die Tür? Wir wollen in die Tür rein. Warum ist die schon wieder weg? Fies und gemein. Was haben wir denn hier? Ah, hier geht es sogar weiter. Gut. Okay. Zurück kommen wir nicht mehr. Schade. Da geht es nicht rein. Sternring. 25. Gucken wir erst mal, was hier noch ist. Aha. Aha. Hier geht's hoch. Mini-Kanönchen. Oh, die habe ich nicht gesehen. Das ist halt das Problem mit diesem blöden Nebel. Da sieht man manche Gegner nicht. Das ist echt fies. Blume. Okay. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir an die Schlüsseltür da oben ran? Da sind wir wieder am Eingang. Gut. Okay. Ah! Ich dachte, da passe ich durch. Okay, das war doof. Da habe ich mich etwas überschätzt. Du kommst mal mit. Nur für den Fall, dass wir hier einen Gegner brauchen, was wir nicht brauchen. Gut. Dann, andere Seite. Ah! Ah, schon wieder nicht gesehen. Gibt's doch nicht. Können wir den essen? Nein, können wir natürlich nicht. Über dich können wir essen. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir an die Blume da dran? Ich hab eine Idee. Kannst du mal anhalten? Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, ich treffe das Blumendings direkt, aber nee, anscheinend nicht. Hier sind noch rote Münzen. So, sehr schön. Haben wir das ja schon mal alles gefunden hier? Ich denke, das ist ja jetzt auch so gut wie alles. Upa, das war knapp. Du kommst mit. Mit dir lassen wir uns nicht nochmal treffen. Achso, wir müssen sogar da unten lang. Denke ich mal. Okay. Dann gehen wir den Weg. Ja. Ah, da oben könnte der Schlüssel sein. Nee. Wir haben noch nicht mal einen Schlüssel, von daher macht das nix. Vielleicht finden wir den ja noch, aber hier war er, glaube ich, nirgendwo. Uns hätten wir ihn, glaube ich, gefunden. Sterne. Oh! Das ist echt fies. Die erste habe ich noch gesehen, die zweite wieder mal nicht.
Ich glaube, Yoshi braucht eine Brille. Gut, also der Schlüssel muss irgendwo davor noch gewesen sein, weil hier können wir nicht mehr zurück. Die Tür ist mit einem Pflaster zugeklebt. Es sieht fies aus. Du gehst mal weg da. Ach, was der Schmodde hier raus. So. Ein Eichen. Ja, ich denke mal, das Prinzip von den Dingern hier erklärt sich von alleine. Was hier ist? Eine Blume. Okay. So, jetzt aber. Und was finden wir hier? Nix. Ja, auch nicht. Guck mal, ob wir ein Bonusspiel kriegen. Wir haben eine Blume übersehen und ich glaube auch ein paar rote Münzen. Ja. Aber wir haben uns Mühe gegeben. Oh, immerhin einigermaßen gute Bilanz. Weiter geht's mit 2-7. Sieht aus wie ein Lucky 2 Level. Wir sind gespannt, was dabei herauskommt. Lucky 2's Hinterhalt. Ah, das ist das Level mit den Riesenscheigeis. Ja, wenn wir die nämlich essen, legen wir ein Riesenei. Und dieses Riesenei, wenn wir das auf den Boden knallen, hat ungefähr den Effekt von einem Pow-Schalter. Falls ihr euch daran noch ungefähr erinnern könnt. Verballern mal eben unsere Eier. Huch, das habe ich an einen getroffen. Na? Könnten wir mal eben was ausprobieren. Und zwar, ob wir aus unseren Eiern rote machen können. Was haben wir noch? So. Zeige ich euch mal kurz. Boom. Schön, oder? Mal schauen, wie wir jetzt am besten hier durchkommen. Da oben ist noch eine Blume. Nee! Egal, wir holen uns jetzt die Blume. Ja, ja, ist ja gut. Auf 10 füllen wir ja automatisch wieder auf, von daher macht das überhaupt nichts. Wofür ist dieser Dings da? Ah. Und jetzt? Das ist jetzt relativ doof. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt. Nein! Oh. Das war unser erster Tod. Noch einmal den gleichen Level. Ja, Lucky 2's Hinterhalt. Wow, das hat uns unser erstes Leben gekostet. Aber macht nichts. Wir haben genug. So. Wollen wir das sogar ein paar Roten. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich dachte, das Rote wäre hinten. Ja, passt schon. So. Gibt ja nochmal eh neue Rote. Kommen wir hier hoch? Nee. Ah doch, wir können das aber ausprobieren. Ja. Sehr gut. Was war das jetzt? Ah! Cool. Da fliegt ein Scheiger mit einer roten Münze. Und noch zwei. So. Alles klar. Sternchen. Jetzt schon eine rote Münze drin. Oder? Nee. Aber da oben ist noch ein Scheiger mit einer roten Münze. Okay, schade, wir hatten unser. Sterne, okay. Nehmen wir gerne.
Die Sterne nehmen wir gerne. Na, ich wollte eine Stampfattacke. Ah. Gut, da war nichts. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Denn ich glaube, hier kamen wir jetzt so nicht weiter. Schlüssel haben wir noch nicht. Wo sind wir denn jetzt hier überhaupt? Ah ja. Wunderbar. Wir machen mal hier den ganzen Müll weg. Hoffen wir, dass wir vielleicht dann hier irgendwo den... das finden, wo das hinführen soll. Wo ist denn der Schalter? Ist der für die Münzen? Waren die eben durchsichtig oder was? Ja, wird wohl, ne? Wird er wohl? Wir hatten noch einen Schlüssel da oben. Haben wir den nicht benutzt? Wir müssen nochmal nach oben. Schlüssel haben wir vergessen. Na, schade. Ich hoffe, wir kommen da jetzt noch hoch. Aber ich glaube, das wird eng. Ja, wir können auch nicht resetten. Weil die Gegner als besiegt zählen. Schade. Ach, Moment. Das kriege ich hin. Aber bringt mir nichts. Ne, ich komme da wieder nicht hoch. Aber vielleicht können wir das austricksen. Na, verdammt. Na, ist ja auch egal. Dafür mache ich mir jetzt nicht die Mühe für die Schlüsseltür da oben. Da ist ja eh nichts drin, was wir bräuchten, von daher. Stampfen wir die mal ganz ein. Jawohl. Und 29 und 30. Ah! Das war haarscharf. Jetzt haben wir hier hinten eine Röhre. Mhm. Oh nö. Okay, das hält. Das hält. Das hält nicht. Oben sind schon rote Münzen. Ja. Zwei Stück sogar. Gut. Bisher bin ich zuversichtlich, dass wir in dem Level alles gefunden haben. Wo ich mich auch jetzt frage, wo die eine Tür dahin führte. Aber ich denke mal, das hier war wahrscheinlich eher der richtige Weg. Ich hätte den Schlüssel jetzt nochmal aufgebraucht, weil er nimmt mir einen Eiplatz weg. Das ist relativ doof. Finde ich. So, eins und zwei. Und eins und zwei. Na! Komm her! Daneben. Eins, zwei. Sprung. Eins, zwei. Jawohl, das dachte ich mir doch. Für ein Leben. Ja, warum nicht, ne? Na? Ja, Stellen nehmen wir gerne mit. Die nehmen wir doch gerne mit. Können wir gut gebrauchen. Wir haben uns ja eben leider wieder mal ein paar abziehen lassen. Sehr viele Stampfsachen hier. Das ist ein bisschen nervig, weil das sehr lange dauert. Da ist nochmal ein dicker Shy Guy. Ah, wir haben alle rote Münzen. Sehr gut. Das heißt, ab jetzt können wir die roten Münzen vollkommen ignorieren. Aber uns fehlt noch drei Blumen. Wow. Ah! Und ein paar Sterne. Jetzt wieder mal spontan. Aber ich denke mal irgendwo hier... wow, was war das denn? Gute Frage, aber es hat funktioniert und von daher fragen wir nicht weiter nach. Ich möchte erst noch wissen, was da oben war. So,
Okay. Das sieht mir sehr verdächtig aus, mit Mann. Da hinten kann man hin. Jawohl. Jetzt rein. Mist, da wäre die Blume gewesen. Frage ist, ob wir das jetzt nochmal machen können. Aber ich denke mal, wahrscheinlich eher nicht. Denn beim letzten Mal hat das Betreten einer Röhre und oder Tür das auch nicht resettet. Ja? Warum stoppe ich da vorne immer? Nee. Schade, aber wir können was ausprobieren. Ja. Genau das wollte ich wissen. Hat aber anscheinend keinen weiteren Effekt. Yay, dann kommen wir runter. Juhu! Mehr? Da ist noch eine Blume. Auch wenn wir nicht mehr alle kriegen können, ohne Frage. Aber wir können trotzdem noch mitnehmen, was wir kriegen können. So. Oh je, da kommt wieder Freude auf. Hier möchte ich auf jeden Fall speichern. Ach, Auto. Bist du ein guter Fahrer? Dann gib Vollgas. Drücke B, um die Gegner zu überlisten. Ja, das ist recht lustig. Das ist so ein kleines Autochen, was die Räder ausfahren kann. So. Und dann fahren die Gegner einfach unten drunter durch. Autsch, da habe ich ein bisschen zu früh gedrückt. So. Wir können uns auf die Weise auch da drauf heben und weiterfahren. Und zack. Es gab 4 Münzen für das große Ei. Auch nicht gerade schlecht. Schade. Hätten wir alle Blumen gefunden, dann hätte es ein Bonusspiel gegeben. Und unser nächstes Schloss erwartet uns. Nebulos Schloss. Klingt ziemlich nebulös. Ich wette mal, da sind rote Münzen. Jawohl, das dachte ich mir doch. Eiks! Ich dachte, die fällt schneller wieder runter. Okay, wir haben keine Eier mehr, das heißt, wir müssen jetzt hier ohne Eier arbeiten. Nicht nochmal den gleichen Fehler. So. Ich glaube, dich können wir essen, oder? Ja. So, einmal den Mund frei machen. Da ist eine Blume. Haben wir noch rote Münzen hier? Nee, noch nicht. So. Das wird eng. So, aufgefüllt auf 20. Hoch da. Oh, hier müssen wir aufpassen. Wenn wir die Stacheln berühren, sind wir nämlich sofort tot. Und zwar ohne Diskussion. Stacheln sind in Yoshi's Island ein ganz böses Thema. Die vergeben wirklich gar nichts. Thank you.
mal. Wir haben oben in der Röhre nichts vergessen. Ich denke mal, wenn... Oh, Moment, da unten sind Münzen. Die will ich, glaube ich, erst haben. Jawohl. Gehen wir hier unten lang, wo wir landen. Mhm. Naja, den kleinen weißen Shy Guys. Die heißen sich da um Bomben weiter und wenn die uns ungefähr grob erreichen, dann werfen die Bombe nach unten auf uns. Die fiesen Drecksäcke. Eine Trickblume. Und Pudding, in dem wir stehen bleiben. Wir können übrigens mit einer Stampfattacke dafür sorgen, dass die Bomben fallen lassen. So. Dann erschrecken die sich nämlich. Ja. Und bumm. So kommen wir nämlich jetzt auch hier hoch, was uns im Grunde überhaupt nichts bringt. Ah! Übrigens kann man die roten Münzen doch tatsächlich irgendwie erkennen. Die sind etwas dunkler als die normalen. Ah! Und ich spring da noch voll rein, ich Idiot. So. Den brauchen wir also auf jeden Fall. Das heißt, das ist ja schon mal der richtige Weg. So, mal die Blume weglocken. Und auch. Hier füllen wir mal eben noch unsere Eier auf. Die wollen nicht. Dauert mir jetzt auch zu lange. Oh, nicht. Oh, ich sehe gerade, der Part muss beendet werden. Im nächsten Part geht's weiter hier im Schloss. Bis dahin und ciao.